Oh, jemini, abri, abri, abri. Nein, nicht. War ich das etwa? Hallo, Schwester. Viel Spaß. Hallo. Santiago, würdest du eher mit Mario Barth zusammenziehen oder mit Helene Fischer ein Hotel eröffnen? Weder noch. Würdest du eher 1 Meter größer werden oder 65 Zentimeter schrumpfen? Das Schrumpfen bringt ja gar nichts. Also wenn, dann ein bisschen größer werden. Aber eigentlich braucht's das auch nicht. Würdest du eher so wie SpongeBob leben wollen oder wie Ferkel leben wollen? Ach Gottchen, das ist eine Frage. Also eigentlich gefällt mir der 100 Morgenwald schon besser. Aber das hat jetzt nichts mit der Figur Ferkel oder SpongeBob zu tun. Würdest du eher nach New York ziehen oder nach Panama ziehen? New York. Würdest du eher als Beruf Maurer sein wollen oder Tischler? Oh Gott, Handwerksberufe. Maurer, Tischler, also wenn dann Tischler. Würdest du eher 350 Millionen Euro gewinnen wollen oder 3 Wünsche frei haben, außer Geldwünsche? 3 Wünsche wären schon schön. Weil es gibt ja Sachen, die man für Geld nicht kaufen kann. Gesundheit, Liebe. Würdest du eher kein A mehr sprechen können oder kein E mehr sprechen können? Ich glaube, das E wird öfter gebraucht, aber es wäre beides furchtbar. Aber dann würde ich lieber auf das A verzichten. Würdest du eher eine Bank ausrauben oder 1 Monat keine Zähne mehr putzen? Naja, dann lieber die Zähne nicht putzen. 4 Wochen. Würdest du eher ein Jet haben wollen oder eine Yacht? Würdest du eher einen Arm verlieren wollen oder ein Bein? Oh Gott, nee. Aber Bein ist schon wichtig für die Motorik, dass man sich bewegen kann. Also dann lieber Arm ab als Bein ab. Würdest du eher 1 Jahr kein Handy haben oder 1 Jahr nicht mehr lachen können? 1 Jahr kein Handy ist kein Ding. Ich kenne auch die Zeit, wo es das Handy noch nicht gab. Würdest du eher SpongeBob aufhören zu sprechen oder Ferkel aufhören zu sprechen? Ja, sagen wir mal so, hier Winnie Pooh gibt's nicht mehr so viel Material. Also ich würde eher auf das Ferkelchen verzichten, weil SpongeBob ist da schon eine Nummer größer. Danke, Santiago. Bitte.